Da sind wir auch zurück in der Schlacht. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play mit den Weströmern in Attila Total War. Wir verteidigen uns in Corinium gegen die Ebdani. Es ist wieder mal eine sehr, sehr schöne Verteidigung hier. Eine sehr schöne Position, die wir hier haben. Der Feind muss also jetzt hier wieder diesen Hügel hochrennen. Wir können innerhalb dieses hölzernen Bergfriedes hier unsere Armbrustschützen sicherlich sehr effektiv aufstellen. So, machen wir es erstmal so. Und falls der Feind von der Seite noch kommt, haben wir hier auch noch eine Einheit stehen. So, die Plänkler. Gucken wir mal, was wir damit dann machen. Genau, wir haben Speerkämpfer. Ich würde aber ganz nach vorne die Legio packen. Oder nehmen wir die Legio? Ja, wir nehmen die Legio nach vorne. In den Schildwall. Sind ja sehr anfällig gegenüber Fernkampfbeschuss, deswegen sollen die sich auch erstmal hier zurückhalten. So, die haben auch Geschosse. Jede Menge Geschosse. Der Feind ist überlegen, ganz klar, aber wir haben die deutlich besseren Einheiten. Das kann sich sehen lassen. Packe ich die Plänkler hier erstmal auf die Mauer. So, dann haben wir noch eine Barrikade, die wir einsetzen können. Die stelle ich einfach mal hier auf. Er kann trotzdem den Bogen gehen. Und Naga haben wir auch. Die brennende Ladung auswählen. Gerade sehr effektiv gegen Infanterie. So, Speerkämpfer. Stellen wir auch an allen wichtigen Zugängen auf. Wir haben ja nur zwei. Das ist auch ein Riesenvorteil an dieser Stadt. Es gibt nur zwei Zugänge. Zu diesem inneren Bergfried. Dann haben wir noch diese Söldner der keltischen Axtschar, auch eine sehr gute Einheit. Vor allem sehr viel rüstungsdurchdringender Schaden. Ah, 16 haben wir hier. Aber diese Elite der Palatiner hat auch 14 rüstungsdurchdringenden Schaden, das ist auch gut. Und der General, den darf man nicht vergessen. Der soll sich auch erstmal zurückhalten. Mobile Schildkröte. Und wir sind bereit. Kann ich hier noch das Ganze automatisch einstellen? Das Ganze auch. Und hier nehmen wir wieder mal das brennende Geschoss. Ich nehme immer das brennende Geschoss. Das ist vielleicht einfach so eine Einbildung, aber ich bin bisher damit immer sehr gut gefahren. So, der Onaga schießt schon mal. Unsere Feinde haben Verstärkung bekommen. Von daher, ja, man kann auch das Signalgeschoss nehmen. Das sorgt dafür, dass die Moral noch deutlich stärker verringert wird. Macht aber eben weniger Schaden. Dann gibt es einen verlängerten Schuss. Der erhöht die Nachladezeit und ja, erhöht den rüstungsdurchdringenden Schaden. Aber der ist sowieso schon so hoch, dass man das gar nicht nötig hat mit den Einheiten. Und das brennende Geschoss ist so das Beste, wie ich finde. Es macht guten Grundschaden, verringert auch ein Stück weit die Moral. Und jetzt bin ich mal gespannt. Da wird schon geschossen. Die Armbrustschützen schießen schon. Ja, das ist halt wirklich eine fantastische Position hier. Der Feind greift aus dem Hinterhalt an. Da schießen wir eine Salve nach der anderen. Es ist halt wirklich tödlich. Also wenn man hier lang will. Man kann ja auch mit diesen kleinen Schilden, die hier tragen, kann man ja auch nicht den ganzen Körper abdecken. Ne? So, da fliegt schon die erste Einheit. Und die Armbrustschützen haben schon 100, 200 Kills gemacht. Also das geht sehr, sehr, sehr zügig. Und hier muss er vorbei. Und hier wird er jetzt den großen Schaden auf alle Fälle bekommen von uns. Je länger er hier steht, desto besser für uns. Aber die müssen eben doch immer erstmal noch nachladen. Teilweise schießen die halt auch nicht die ganze Zeit. Jetzt schießen sie wieder. So, jetzt werfen die auch schon ihre Geschosse. Der Turm ist nichts mehr übrig. Sehr schön. Ganz vorne stehen die Elite der Palatiner. Die haben sogar 58 Nahkampfabwehr, auch bedingt durch diesen Schildwall, der hier steht. Genau, die bilden die vorderste Reihe hier. Dahinter stehen meine Axteinheiten und dazwischen müsste auch noch eine Speereinheit stehen. Ja, hier steht eine Speereinheit.
Und gerade in diesem Schild, weil sind die eben besonders effektiv. Können wir mal schauen, wie es aktuell aussieht. Die haben 49 Kills gemacht und 20 Einheiten verloren. Natürlich verlieren die auch Einheiten, das ist ganz klar. So, den Kommandanten hole ich jetzt mal in die Nähe, weil der kann die Nahkampfabwehr noch ein Stück erhöhen. Die Ambusschützen tun ihren Job. So, jetzt können wir ja mal die Legios nach vorne holen. Die haben auch Geschosse zum Werfen. Und die sollen sie auch werfen. Na los. Ja, genau, senkrecht. Sehr schön. So, der General ist da. Die Nahkampfabwehr noch weiter erhöhen. Jetzt haben die eine Nahkampfabwehr von 62. Da kann eigentlich fast nichts mehr passieren. So, das hier sind sogar germanische Plänkler. Muss man überlegen. Hier kämpfen keltische Einheiten, keltische Söldner gegen Kelten. Ja, und damit ist die erste Armee auch schon besiegt. Das ging ziemlich zügig. Die sind hier einfach nur abgeprallt an meinen Elite der Palatiner. So, die können auch noch ein paar Geschosse werfen. Die können selber auch werfen. Hier sieht man ja. Feindliche Einheiten haben sich gesammelt und sind in die Schlacht zurückgekehrt. Ja. Aber hier gibt es halt wirklich gar kein Entkommen, weil sobald die jetzt hier noch runterlaufen, schießen halt noch die ganzen nordischen Plänkler ihre Wurfgeschosse hinterher. Da kann niemand entkommen. Es gibt kein Entrinnen. So, die haben keine Geschosse mehr, dann hole ich euch mal weg dort. Ja. Söldner der keltischen Axtschar hier. Das ist dieselbe Einheit wie auch meine. Nur dass sie eben beim Feind kämpft. Boah, der Onaga. Ne, das ist der Onaga. Das waren die Söldner. Der Onaga hat 12 Kills. Die Elite der Ballistari haben ja 488 Kills, 462 Kills. Da sieht man eben, wie effektiv einfach diese Einheiten sind. Das ist unglaublich, wie gut die sind. So. Da sind jetzt mehr oder weniger Söldner dabei in der Armee. Man hat jetzt auch gar nicht gemerkt, dass diese Fianna irgendwo jetzt schon mitgekämpft haben oder dass die jetzt eine besonders große Bedrohung waren. Mit denen sind wir eigentlich ziemlich gut klargekommen, ne? Und die waren auch mitunter dabei, ne? Catcher Herban. Oh, hier haben wir einen Kommandanten. Einen keltischen Kriegsherrn. Das ist halt einfach pure Vernichtung hier. Pure Machtdemonstration. Und dann wird noch ein Onaga hinterher geschossen, also. Böse, böse, böse. Ich denke, wir können uns sogar den letzten Feinden hier auf einem offenen Schlachtfeld zeigen. Diese Söldner hole ich schon mal raus. Die Söldner hole ich raus. Genauso wie meine Nahkampfinfanterieeinheiten. Die ziehe ich mir jetzt mal hinten aus der Stadt raus. Ja, die haben ziemlich große Schilde, wie man sieht hier, diese keltischen Kriegsherren. 37 Schildwert, aber das nützt denen trotzdem nichts. Wenn ich hier meinen Arbo-Schützen gleich schießen werde. Die schießen ja trotzdem in den Bereich rein. Die machen auch ein paar Kills. Ja, ab und zu fällt hier noch ein Mann um, sieht man ja. Ja,
Ja, da sind sie nämlich. So, jetzt geht das Feuer nämlich los. Ja, man sieht's ja, das ist, obwohl die schwer gepanzert sind hier mit 57, gar keine Chance. Es sind Armbrustgeschosse. Das kann sich schon echt sehen lassen. Wenn man hier oben auf der Mauer steht und dann kommen die da unten, das ist natürlich wirklich optimal. Ne? Da fühlt man sich hier oben natürlich wirklich verdammt sicher. Schießen wir hier eine Salve nach der anderen. Ich habe bisher noch gar nicht darauf geachtet, es schießen ja tatsächlich alle Reihen, ne? Also alle drei Reihen schießen hier ihre Geschosse. Oh, und da machen die sich schon auf den Rückzug. Wanken tun sie zwar noch nicht, aber ja, nur eine Frage der Zeit, bis die fliehen, ja. Das geht so schnell, General ist tot. Der feindliche General ist tot! Und hier ziehen sich schon die Infanterieeinheiten heimlich aus der Stadt raus. Na, da wird kein Mann entkommen. 9 Mann noch. 8. Ja, hier können wir ein bisschen verschwenderischer mit der Munition umgehen, weil sie wird auf alle Fälle ausreichen. Das steht fest. Den Nager steche ich auch schon mal um. Also die halten sich hier sehr zurück, die Flänkler. So, ich spule ein bisschen vor. So, da kommt die nächste Einheit. Der nächste Kriegsherr. Kettischer Herban. Und da kommt auch schon die Fianna. So. Ja, dem wird es natürlich nicht anders gehen hier. Wir brennen hier den halben Wald ab. Aber was soll's. Ah, hier ist noch keltischer Herban. Der Onager schießt auch fleißig. Ah, der schützt natürlich jetzt hier so ein bisschen den keltischen Kriegsherrn. Aber die Einheit wird auch nicht lange aushalten. Ja, da wankt sie schon. Stellen sich jetzt zwei hier auf. Wenn sie in Schildwall gehen würden, ich weiß nicht, ob die das können. Ne, die können gar nicht in den Schildwall gehen. Wenn die sich so frontal aufstellen, dann ist es natürlich schwieriger, hier die zu treffen, weil die natürlich mit dem Schild nach oben schauen, aber naja, trotzdem treffen wir sie halt irgendwie. Aber die können eben ein bisschen mehr abwehren. Das sieht man ja auch. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, da ist der Feind. Haben wir uns rausgewagt aus dem Dickicht. Eine Einheit hat sämtliche Verluste. Erhöht natürlich jetzt ein bisschen die. Erhöht jetzt natürlich ein bisschen die Verluste, das stimmt schon, aber. Ja. Ah, die machen ganz schön Schaden, die Fianna. Boah, die sind stark. Warum machen die so viel Schaden bei meinen Einheiten? Ich stelle mir die Fliegen gerade. Ah, geht immer auf Richtung der Kavallerie. Könnt ihr auch eure Geschosse werfen. Naja, ihr könnt das nämlich auch. Naja, schießt ruhig mal auf die Kavallerie.
die ist relativ gut geschützt im Wald hier auch, ne? Haben auch ein relativ gutes Schild. Aua. Okay, das hat wehgetan. So, einer flieht. So, die Munition ist jetzt hier fast alle. Aber sollte ausreichen. So, da hinten kommen ja auch noch Elite der Palatiner. Und hier umziehen wir jetzt auch die vier, ne? Ja, die haben auch überall so ein Kreuz auf dem. Auf dem Brustpanzer. Das ist ja kein richtiger Brustpanzer. Und die Einheit sieht schon echt cool designt aus, muss ich sagen, diese Fianna. Ist auch keine schwache Einheit, definitiv. So, jetzt kommen die ganzen Plänkler hier vom Hügel. So. Die Männer fliehen! Steht und kämpft! Memmen! Und die haben noch kaum noch Munition. Was haben die eigentlich für eine Geschwindigkeit? Die haben eine Geschwindigkeit von 35, die Legio-Einheiten haben 34. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt hier erstmal in den Schildkrötenmodus. Dann müssen sie sich aber erstmal nochmal aufstellen. Nächste Einheit. Feindliche Einheiten haben sich zusammengeschart. Ein bisschen was hat er halt schon noch. Die Männer haben aufgegeben. Also in einer offenen Feldschlacht hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt. Gehe ich mal von aus. Angriff. So, ich ziehe jetzt mal zurück. Ja, ich schieße erstmal auf die Schildkröte hier. Ja, aber guter Schutz ist das nicht, die sind auch bald weg. Die Männer haben die Flucht ergriffen. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Boah. Aber er hat hier halt kaum noch. Ah, boah, die werden aber ganz schön zerschossen. Ah, die sind halt, also da merkt man halt schon, dass die eine viel leichtere Rüstung haben. Deswegen, die haben zwar super Werte hier, 62 Nahkampfangriff, gut und schön. Aber wenn die dann auch, wenn die halt die ganze Zeit sterben, bringt mir das nichts. So, ich tausche jetzt hier mal die Einheiten an, weil der Rest wird jetzt hier auch der zur Festung Gott, hochmarschieren. Eine Einheit vollständig auslöschen. Boah. In der offenen Feldschlacht sieht man, sind die Kelten auf alle Fälle im Vorteil. Unsere Männer lösen sich! Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. So, die haben auch kaum noch Munition hier. Da hinten kommt jetzt noch die ganze Plänkler-Kavallerie. Aber wir haben noch eine Armbrustschützeneinheit, die hat noch 18 Munition. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, die haben nichts mehr. Aber es sollte definitiv noch ausreichen. Unser General wird angegriffen. So, jetzt werden die sogar attackiert. Geht da mal eine Schildkröte. Und die Einheit ist wirklich nochmal entscheidend. Hier, die Armbrustschützeneinheit. Macht auch nochmal ihre 600-700 Kills. Sehr, sehr entscheidend.
Aber sieh mal, wenn ich aus der Verteidigung rausgehe, ich habe mir da auch ein bisschen mehr erhofft. Feindliche Truppen sind an den Mauern. Das lief ja dann doch anders. So, die Kavallerie ist weg. Sind hier noch die Plänkler? Die geben auch ihr Bestes. Zum Glück ist die leicht gepanzert, die Einheit hier. 27 Rüstungspunkte. Aber die kriegen auch ihren Schaden. Hier sieht man ja, was hier alles abprallt. Das sind ja unglaublich viele Speere. Das ist schon ein ganz schöner Schutz, den die... Ja. Schutz. Und da ist noch ein Kriegsherr. Ich glaube, wir haben drei Kriegsherren zurückgeschlagen mittlerweile. So, mach ich erstmal weg. Jetzt hole ich mal die keltische Axt schon nach vorne, weil die wird ein bisschen mehr Schaden austeilen. Sehr gut. Ja. Wir haben gewonnen. Der wankt jetzt hier mit 140 Mann schon. Das war's. Und gewonnen. Muss jetzt nur noch fallen. Und Sieg. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Müssen wir die jetzt noch mal ein bisschen jagen. Da haben wir gewonnen. Ein glorreicher Sieg wird bald schon euer sein. Ja, aber es hat wirklich jede Einheit gebraucht hier in der Schlacht. Das ging knapper aus als gedacht. Vor allem die Plänkler, die haben richtig reingehauen von Feind. 166 Kills hier für so eine leichte Plänkler-Einheit. Die Fianna auch hier 192. Ne, das sind irgendwelche Plänkler gewesen. Auf 200 Kills, also... Wenn der mir erstmal richtig ungünstig in die Flanke schießt, dann sind auch diese schwer gepanzerten Legio-Einheiten durchaus in Gefahr. Bereit zum Kampf. Aber eine sehr knappe Geschichte gerade. Das muss man feststellen. Die Thüringer. Was wollten die denn dort gerade? Feind im Kampf getötet. Ende der Amtsdauer. Haben die da gerade ein Lager aufgeschlagen? Eine Befestigung haben die errichtet, alles klar. Eine Befestigung. So, ja, Schlacht von Corinium, die haben wir gewonnen. Ich würde sagen, wir vertreiben auf alle Fälle jetzt noch die versprengenden Überreste. Eine Armee hat sich ja hier verabschiedet. Die werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, aber hier die beiden Armeen würde ich schon gern schnappen, ja. Wenn ich die jetzt angreife, kann ich mich sicherlich nicht mehr zurückziehen. Hier gehen wir zurück. Die Stadt hat Vorrang. Und dann, ja, sieht man es ja mittlerweile, die Cornuti Seniores. Das ist das nächste große Upgrade hier, wenn es darum geht, jetzt die westlichen Auxilia Palatina zu ersetzen. Man sieht aber, die Werte sind nicht großartig unterschiedlich. Also wir haben im Nahkampfangriff nochmal 2 Punkte mehr. Wir haben... Im Angriffsbonus nochmal 2 Punkte mehr. Nahkampfabwehr sind 2 Punkte mehr. Rüstung. Gut, das ist hier verfälscht, weil die ja den Schildbau und die Rüstungsschmiede schon haben. Vielleicht irgendwo eine Einheit, die das nicht hat. Ja, hier ist es unverfälscht.
Rüstung 58 haben die normalerweise, wenn wir die rekrutieren, haben die. Gut, die haben auch 58, also derselbe Wert. Gesundheit 109, die hatten 97. Moral 50 gegen 41, also der Moralunterschied, der ist natürlich gigantisch. 9 Moralpunkte. Das macht schon einen Unterschied. Und vor allem, was halt ziemlich entscheidend dann ist, finde ich zumindest, dass sie nochmal Geschosse haben. Die haben dann auch 3 Salven an Speeren, die sie werfen können. Aber die kosten halt auch entsprechend mehr. Die kosten im Gegensatz zu diesen Einheiten 178, kosten die westlichen Auxilia Palatina und die Conduti Seniores sind mit 277 ein bisschen teurer. Ja. Um einiges teurer. Markran tritt auf. Die haben sich jetzt hier also befreit. So, wir haben das Forum abgerissen in Garama. Da bauen wir ein Kapitol und das wollte ich umbauen zu einem Reservoir. Den Bazar bauen wir zu einer Tabernae und Religion, wie sieht's da aus? 59,8% lateinisches Christentum, das passt ja super. Dann bauen wir ein Forum. Und wir werden aus der Stadt jetzt hier ein Municipium errichten. So, eine Weizenmühle haben wir gebaut, die Belagerungswaffenstätte, eine Wachstube in Corinium. Müssen wir ein bisschen was reparieren. Das gute Stadtteil, das in Cesera, plus 1 öffentliche Ordnung. Dann baue ich auch hier jetzt noch das Reservoir. Einen Gerber auf Nabo. Ja, hier müssen wir auf alle Fälle noch das gute Stadtteil, das bauen. Die öffentliche Ordnung ist nämlich nicht so in die Richtung gegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Minus 6 haben wir aktuell. Ich möchte keine septimanischen Rebellen irgendwann haben. Bloß nicht. So, in Emirata Augusta haben wir ein Kloster, das heißt, dort kann ich Priester rekrutieren. Den wechsle ich jetzt aus zu Appius Valerius Salinator. Ich hoffe, dass wir jetzt die Agenten auf einem höheren Level bekommen und dass das nicht nur als Statthalter-Option gilt. Ja, jetzt geht's. Sehr schön. Und da haben wir einmal den Scholaris, bringt erhöhte Forschungsrate und einmal, beide sind Militaristen. Dann nehme ich aber lieber mal den Jüngeren, der ist 31. Und den Scholarist erhöht die Forschungsrate um 5%. Kann nochmal um 5% erhöht werden, von daher. Ja, 10% hier. Das erstmal alles aktivieren. Und dann sieht das gleich schon viel besser aus. Ja, passt doch. So, die Brunnenanlage haben wir abgerissen. Da werde ich in der nächsten Runde, oder ich es vergesse, irgendwelche Gebäude, die ich abbrechen kann. Wir können uns auch mal was von unseren Verbündeten holen. Die können auch mal ruhig zahlen. Willkommen! Wir werden reden und... Es reicht mir ja, wenn ihr mir so 700 gebt. Geht auch, sehr schön. Damit kann ich auch schon mal was anfangen. Und dann können wir hier auch nochmal Felder bauen. Ja, eine gute Fruchtbarkeit bauen wir Felder. Läuft alles nach Plan. Karthago auch nur minus 5 öffentliche Ordnung. Wenn das so weitergeht, haben wir auch hier bald wieder einen Aufstand. Ich könnte mit den Steuern nach unten gehen. Oh, hier haben wir getulische Rebellen. Okay, da warte ich mal noch ein, zwei Ründchen und dann greifen wir die an. Übrigens haben wir jetzt auch in den Garnisonen die Conuti Seniores natürlich. Ja. Ptolemais wurde erfolgreich. Ne, wurde nicht verteidigt. Man sieht ja hier noch diese einschlagenden Dinger. Hier sind doch Belagerungstürme, die Garamanten belagern also weiterhin.
Ja, akzeptiere ich erstmal so. Hier heißt es aufgepasst. Bin ich sonst alles durch? Ja, wie gesagt, die Entwicklung haben wir jetzt erforscht. Ja, den Militärhafen möchte ich nicht weiter aufbauen, weil ich sehe da drin halt keinen Vorteil, außer dass man eine stärkere Garnison bekommt und eben die Flottenkapazität um plus 1 erhöht. Das ist es aber wirklich nicht wert und ja, das lassen wir. Sobald es geht, möchte ich natürlich noch das Plänklergelände errichten. Das ist es mir durchaus wert, vor allem kriegen wir auch nochmal ein paar Elite Ballistari für die Garnison und Verona ist auch so eine Schlüsselstadt, da ist das ganz praktisch. Genau. Die Agenten wurden rekrutiert. Die werden wir dann das nächste Mal verteilen. Und ich sehe gerade, wir brauchen für diese Technologie gar nicht die verbesserte Kriegsführung. Jetzt habe ich das angefangen. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir mal weiter mit der Einquartierung. Einquartiert zu sein ist gewiss ein tolles Abenteuer. Erhöht Verstärkungsreichweite und auch Unterhaltskosten um minus 5%. Ich hatte es ja schon mal vorgerechnet, da sparen wir uns um die 2.000 bis 3.000 Gold nachher. Und das gilt ja auch für die Flotten. Ich hatte es ja nur für die Armee ausgerechnet, für die Flotte, das kommt ja auch nochmal dazu. Also sind so in etwa 3.000 Gold. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!